Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Runaway Road Adventure. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Und wir reden hier mit diesem begabten Künstler, der unten anscheinend sich auch noch an einem grünen Daumen versucht, obwohl es wohnt ja noch irgendjemand anders da. In diesem Dorf hier, das wissen wir ja auch noch. Vielleicht hat der ja den grünen Daumen da unten für die speziellen Pflanzen. Kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte des Dorfes gut auskennt? Ich weiß, ich muss es nicht vorlesen. Ich tue es trotzdem. Es tut mir leid. Kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte dieses Dorfes gut auskennt? Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sushi einige Dokumente ihres Ur-Urgroßvaters aufbewahrt hat, in denen etwas über das Hopi-Dorf erwähnt wurde. Ich glaube nicht, dass Rutger eine Ahnung davon hat, obwohl bei ihm weiß man eigentlich nie so genau. Und naja, vielleicht weiß ja Mama Dorita etwas darüber. Wer ist Mama Dorita? Also, von dem Rutger habe ich schon gehört. Mama Dorita kann ich mich nicht erinnern. Ja, mal gehen wir von oben Die nach unten Geschichte, durch. dass Douglasville Sushi gehört, ist doch wahr. Ja, die ganze Stadt hat ihrem Ururgroßvater gehört. Später wurde sie von Generation zu Generation weitergegeben, bis Sushi sie von ihrem Vater erbte. Ich habe Sushi in einem Chatroom im Internet kennengelernt. Wir waren uns sympathisch und bald darauf wurden wir Freunde. Als sie vorschlug, hierher zu ziehen, um im Einklang mit unserem kreativen Geist zu leben, habe ich es mir nicht zweimal überlegt. Ich habe Rutger noch nicht kennengelernt. Er ist unterwegs. Er wollte auf Expeditionen gehen und bestimmte Pflanzen und Wurzeln suchen. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du schon sehen, der Typ ist genial. Er kam in unseren Schlupfwinkel, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen, der Botanik. Damit ist unsere Frage beantwortet, wem die speziellen Pflanzen da unten gehören. Was weißt du über Mama Dorita? Ich habe sie nur bei einer Gelegenheit gesehen. Nach vielen Bemühungen gab sie mir einen Termin, um feststellen zu können, ob sie mir bei meinem Inspirationsproblem helfen könnte. Es hat nicht funktioniert. Mangelnder Glaube, sagte sie mir. Wenn ich ehrlich sein soll, wüsste ich auch nicht, wie das Verspeisen einer in Kojotenhirn getauchten Spinne mein Problem hätte lösen können. Das klingt interessant. Das, woran du gerade arbeitest, sieht sehr interessant aus. Diese Skulptur? Ich kann dir versichern, dass sie nicht zu meinen besten Arbeiten gehört. In der letzten Zeit hat die Inspiration nachgelassen, weißt du? Mir kommen einfach keine Ideen mehr. Hör mal, das alte Hopi-Dorf, das ich suche. Ja. Weißt du von einem Indianer mit Hopi-Abstammung, der in dieser Gegend wohnen soll? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Obwohl, doch, warte mal. Ich erinnere mich daran, dass Rutger mir eines Tages erzählte, er sei mitten in der Wüste einem Hopi-Indianer begegnet. Er erzählte mir, dass der Indianer ein sehr alter Mann mit faltigem Gesicht war. Er versicherte Rutger, der letzte Hopi-Häuptling zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich kenne Rutger und das Ganze könnte ja eine Fata Morgana gewesen sein. Das ganze Atelier ist beeindruckend. Ach, ich will es schon wieder vorlesen, Entschuldigung. Das ganze Atelier ist beeindruckend. Ich sehe, dass du nicht nur Künstler bist, sondern auch Erfinder. Ja, ehrlich gesagt sehe ich mich gern als Leonardo da Vinci unseres Zeitalters. Ich mische Kunst und Wissenschaft in meinen Kreationen, weil beide Aspekte der Motor meines Lebens sind. Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht. Diese riesigen Steine, die du für deine Skulpturen benutzt, wie schaffst du es, sie hier hochzubekommen? Hast du eine Art beweglichen Kran oder etwas Vergleichbares? Nein, es ist viel einfacher. Oskar, der Lehrling von Mama Dorita, hilft mir. Er ist enorm kräftig und kann Steine von mehreren hundert Kilo Gewicht allein heben. Dafür gebe ich ihm wiederum Mentholkautabak, den Rutger für mich macht. Der Hühne schwärmt nämlich für Kautabak, weißt du? Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Ich könnte schwören, dass ich diese Statue schon irgendwo gesehen habe. Ich wüsste nicht, was ich zurzeit damit soll. Damit kann man den Kran, der sich auf dem Hauptbalken des Spitzbodens befindet, bedienen. Was ist denn das? The Great Dusikura oder sowas? Er ist Teil des Gerätes dort drüben. Vielleicht ist er eine Art Bremse. Vielleicht können wir hier fündig werden nach einem Rad.
Meine Herren, ist wirklich vollständig. Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Okay, also muss ich, wenn ich mir tatsächlich welche nehmen darf, dann wohl erst herausfinden, was ich brauche. Er ist ziemlich groß und mindestens 5 Kilo schwer. Ich weiß nicht, wozu ich ihn brauchen könnte. Wir sollten auf jeden Fall zuerst Saturn darum bitten. Okay. Aber hätte auch komplett in deine Hosentasche gepasst, das wissen wir doch alle. Da hier ein Glasdach drauf? Abgefahren. Es ist eine kleine Stadt. Eine einzige breite Straße mit Gebäuden auf beiden Seiten. Und hier und da eine Gasse zwischen den Gebäuden. Ja, mal gucken. Wir können hier wieder reingehen. Und ich glaube, das ist auch alles, was wir hier können. Oh, kann man hier hinten noch umgehen? Warte mal. Wieder raus. Nee, ich gehe da auch nur hinein. Nur halt auf der anderen Seite. Okay. Ja, tatsächlich, da hinten ist er. Okay. Nichts da. Eine innere Stimme sagt mir, dass ich Schwierigkeiten bekommen könnte. Okay. Da fragen wir ihn mal, ob wir was von dem Farbeimer haben dürfen. Hey, Saturn. Was? Das, was du arbeitest, Künstler, sondern auch Erfinder. Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Ich möchte, wenn es in meiner... mich interessiert. Ja. Nee, okay. Ich lasse dich arbeiten. Okay. Habe ich übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit einen interessanten Artikel zugelesen, dass Leonardo eigentlich in dem Sinne gar kein Erfinder wahrscheinlich war. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Der Punkt ist, dass die Zeichnung, so wie er sie angefertigt hat, zwar sehr realistisch waren und eine wahnsinnige Zeichenkunst, die Ideen, die er oftmals gezeichnet hat, aber naja, oftmals schon vorher beschrieben worden waren, wie zum Beispiel sein Panzer oder ähnliches, und am Ende die Zeichnungen an vielen Stellen so gravierende Fehler enthielten, dass sie so nicht benutzbar gewesen wären. Aber er hat ja nie Modelle gebaut, soweit ich weiß. Das sind tatsächlich immer nur Zeichnungen gewesen. Man sieht ja so bei Filmen über ihn oder so, sieht man ja irgendwie immer diese Schraube an der Decke hängen und so ein Scherzchen. Und soweit ich weiß, hat er selber nie welche gebaut. Dementsprechend müsste man ihn wissenschaftlich gesehen wohl nicht als Erfinder sehen. Fand ich ganz interessant, den Artikel. Wobei man sich, finde ich, darüber streiten kann, ob wenn man... diese Dinger. Ohne Pferdetränke. Oh, das ist ja ekelhaft. Sie ist voller Matsch und stinkt fürchterlich. Oh, verdammt. Ich hätte gerne Wasser Warum? Gehabt. Ich habe keine Lust, mich mit diesem stinkenden Matsch vollzusauen. Oh, verdammt. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Wobei natürlich sich da die Geister so ein bisschen scheiden, ob jetzt es halt notwendig ist, dass man was gebaut hat, damit man als Erfinder gilt, oder ob halt grundsätzlich Ideen reichen, wie zum Beispiel für seine Luftschraube, wobei man halt bei der Luftschraube halt wiederum die Problematik hat, dass sie, glaube ich, auch gar nicht richtig funktioniert hätte. Aber, ne? Ist manchmal so die Frage, was hat es im Laufe der Zeit verloren gegangen und hat der Mann sich selber überhaupt als Erfinder gesehen oder einfach nur gezeichnet, was er sich vorgestellt hat? Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Es geht um den Banktresor. Es geht um den Banktresor. Was ist damit? Ich habe die Bankruine durchsucht, aber konnte ihn nirgends finden. Ich habe die ganze Bankruine durchsucht, konnte ihn aber nirgends finden. Ja, der stand auch nicht oben im Erdgeschoss. Ich glaube, dass er im Keller der Bank sein müsste. Du weißt schon, der Sicherheit wegen. Das Dumme ist, dass der Kellerzugang beim Zugunglück völlig verschüttet wurde. Wusstest du es? Ja. Wusstest du, dass in der Zelle im Sheriffsbüro eine Leiche liegt? Ja. Sie liegt seit mehr als einem Jahrhundert dort. Wer war er? Der Arzt der Stadt. Wie es aussieht, war er ein Trinker und schuld am Tod eines Kindes. Er war eingesperrt.
und wartete auf seinen Prozess, als der Zug entgleiste. Habt ihr schon mal daran gedacht, ihn rauszuholen und zu beerdigen? Ach, weißt du, die Tür ist abgeschlossen. Und ich finde, die Zelle ist für diesen Mann als Grab gut genug. Ich glaube nicht, dass sich nach all den Jahren viel für ihn ändern würde. Und so gesehen ist die Zelle sein persönliches Grabmal, oder? Wie konnten sie ihn dort drinnen auf so fürchterliche Art sterben lassen? Der Sheriff hatte den Zellenschlüssel bei sich und auch er starb am Tag des Unglücks. Es sieht aus, als ob jemand die Stadt warnte und Bescheid gab, dass sich eine führerlose Lokomotive der Stadt in voller Fahrt näherte. Der Sheriff stieg auf sein Pferd und schaffte es, auf den Zug aufzuspringen. Aber er hatte Pech und fiel bei einer Erschütterung der Lokomotive in den Heizkessel. Der arme Mann verbrannte in den Flammen, ohne den Zug gestoppt zu haben. Und wie ich dir schon sagte, flohen alle aufgrund der Entgleisung aus der Stadt. Niemand hat daran gedacht, einen betrunkenen Arzt aus seiner Zelle zu befreien, der schuld am Tod eines Kindes war. Sprechen wir über etwas anderes. Ja? Okay. Der Sheriff ist in den Kessel gefallen. Damit müssten wir... Wäre für uns eventuell die interessante Frage, ob wir da nochmal irgendwie rankommen können. Aber bisher haben wir doch erstmal Feuerholz reingeschaufelt. Ich habe doch keine Ahnung. Das haben wir schon gefragt. Das haben wir auch. Okay. Nein. Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Kann ich hier drüben noch nicht suchen? Geht der automatisch raus wieder? Ach, Mann. Ich brauche ein Seil. Oh, einen Karren kann ich hier beobachten. Gutachten. Oh Gott, er ist so langsam. Das muss ein Planwagen gewesen sein, da er eine Art Eisenbögen an den Kanten hat und noch weitere Bögen derselben Art auf beiden Seiten des Wagens. Ich vermute, dass man die Ware mit Riemen festgezurrt hat. So war sie während der Fahrt gesichert. Das... Er ist an einem der Eisenbögen befestigt. Ich kann ihn nicht abreißen. Riemen am Karren. Haben wir irgendwelches Werkzeug? Ich glaube nicht, dass das reicht. Einverstanden. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Das ging doch. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Ja, hervorragend, damit haben wir doch ein Seil. So. Das hätte wenig Sinn. Naja. Das bringt nichts. Was? Das wird nicht gehen. Ich will da runtersteigen. Das hätte wenig Sinn. Das wäre unklug. Okay. Das Kreuz, was eigentlich kein Kreuz sein kann, oder was auch immer. Warum sollte ich den Riemen zusammenheften? Ich habe keine Ahnung. Davon halte ich nichts. Okay, das halte ich für keine gute Idee. Das aber irgendwie benutzen. Mal gucken. Also, wir bräuchten Wasser prinzipiell. Wahrscheinlich für den Zug. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe hier diesen Riemen, den ich... Den Blumentopf... Davon halte ich nichts. Okay, er möchte es nicht kleiner machen. Ich dachte halt einfach, das Sofa könnten wir halt hier... Das bringt nichts. Benutzen, um uns da herunterzulassen? Lieber nicht. Die Beine sind kaputt und würden das Gewicht nicht tragen. Okay. Sonst irgendwas, wo wir was befestigen könnten? Es fehlt ein Stück vom Boden. Irgendein schweres Objekt muss das Loch verursacht haben. Die Trümmer und die Erde bedecken den größten Teil des Loches. Ich glaube nicht, dass ich in den Keller hinabsteigen kann. Dass die Option überhaupt da war, hatte ich nicht mitbekommen. Gute Frage. Hm.
Erlaubst du es mir jetzt oder sowas? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Nein. Also ich musste nicht irgendwie das andere erst machen, nur damit er auf die Idee kommt. Schade. Okay, gucken wir mal weiter. Ich meine, hier wäre normalerweise Wasser angekommen. Da ist auch kein Wasser. Wie sieht's aus? Den Riemen hier drin? Das hätte wenig Sinn. Nein. Höhekanne, der Tacker. Gut, dann. Hat der sonst noch irgendwas hier? Die Lore, richtig. Aber ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Nee. Es ist durch einen riesigen Felsen versperrt, den man vor den Eingang gerollt hat. Gut, da müssten wir dann diese Mama Dorita oder sowas, beziehungsweise ihren Helfer darum bitten, uns den wegzumachen. Oh. Da ist noch ein Ort. Ah, das ist... Wir haben ihn gefunden. Das Haus ist mexikanischen Stils. Vor der Tür steht ein Riese. Ich weiß nicht. Er scheint aufzupassen. Andererseits scheint er ein sympathischer Bursche zu sein. Ich gehe mal hin und sehe, ob ich Hilfe bekommen kann. Ja, erstmal zurechtrücken. Was machst du hier in der Gegend? Was willst du von Mama Dorita? Mama Dorita? Nichts. Ich suche die Ruinen eines Indianerdorfes. Ich weiß, dass es sich in dieser Gegend befindet. Übrigens, ich heiße Brian. Ein Indianerdorf? Ja, ein Hopi-Dorf, um genau zu sein. Hier in der Gegend sind die Ruinen von Douglasville. Und einer der Bewohner sieht aus wie ein Hippie. Nein, nein, da war ich schon. Douglasville ist nicht das Dorf, das ich suche. Aber trotzdem, danke. Ich habe noch nie von einem anderen verlassenen Dorf in der Region gehört, mein Freund. Glaubst du, dass Mama Dorita mir helfen könnte? Es tut mir leid, aber das bezweifle ich. Mama Dorita löst Probleme anderer Art. Probleme anderer Art? Ja, sie steht in Verbindung mit der anderen Seite. Mit der anderen Seite? Du meinst, dass sie mit den Toten redet, oder wie? Genau das. Sie beherrscht die Voodoo-Kunst, den Spiritismus und die Geister. Außerdem ist sie eine Heilerin. Ich würde sie trotzdem gern besuchen. Vielleicht kann sie mir bei der Sache mit dem Dorf doch helfen. Das geht nicht. Mama Dorita ist nicht zu sprechen. Such dir einen guten Archäologen, mein Freund. Waren wir nicht Archäologe oder sowas? Ich weiß nicht, wozu es dient. Vielleicht hat Mama Dorita eine Katze und das ist ihr Näpfchen. Ich möchte nicht riskieren, dass Oscar mich erwischt, während ich versuche, in das Haus einzudringen. Sie ist alt, scheint aber stark und stabil zu sein. Ja, vielleicht könnten wir damit den Keller runtersteigen? Hör mal, Oscar. Sprich, mein Junge. Würde gerne, das haben wir schon. Kaugummi magst, ja, auch wenn er uns jetzt erzählen wird, dass es Kauderback ist. Ich sehe, dass du Kaugummi magst. Du hast immer eins im Mund. Das ist kein Kaugummi, sondern Menthol-Kautabak. Den mag ich. Weißt du, er hilft mir, die Zeit zu vertreiben, während ich hier stehe. Okay. Was hast du gemacht, bevor du bei Mama Dorita gearbeitet hast? Ich mag mich nicht an mein altes Leben erinnern. Ich kann dir nur sagen, dass ich auf viele Dinge, die ich getan habe, nicht gerade stolz bin. Zum Glück trat Mama Dorita in mein Leben, gab ihm einen Sinn und sorgte für Licht im Dunkel. In meinem neuen Leben habe ich jetzt keine andere Aufgabe, als Mama Dorita zu dienen. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht es? Es geht darum, einen Felsen zu bewegen. Das geht leider nicht. Es tut mir leid. Gut, dann werde ich jetzt weitermachen. In Ordnung. Ich auch. Ich auch. Und kaut weiter. Abgefahren. Aber ehrlich gesagt habe ich kein Miauen gehört.
Ich werde es mitnehmen, aber Oskar darf es nicht mitbekommen. Es ist aus Ton und ich würde alles darauf wetten, dass es handgemacht ist. Okay. Kriegen wir hier vielleicht Wasser? Der Brunnen scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Ich nehme an, das heißt nein. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich so etwas tun würde. Ich hätte gerne dieses Ding. Davon halte ich nichts. Mit Wasser gefüllt am liebsten. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Der Brunnen scheint lange. Um die richtige Stimmung zu erzeugen. Genau wie der Schrumpfkopf da drüben. Schließlich ist Mama Dorita eine Art Hexe. Und jede Hexe, die etwas auf sich hält, umgibt sich mit solchen Dingen. Boah, bestimmt. Wir sind damit auch versuchen damit auch gar keine Stereotypen zu bedienen. Nähere dich dem Haus Richtung. Gucken wir mal. Jetzt ein Tongefäß. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Oh, da hinten ist noch ein unbekannter Ort. Wahnsinn. Das ist wie ein Einschlagskrater. Der Krater ist ja riesig. Wie schön. Da unten am Kraterrand zeltet jemand. Ich steige mal hinab und sehe nach, wer das ist. Hallo? Ah, mein Freund. Hallo. Keine Chance, ich kann Sie nicht dazu bringen, das Tor zu öffnen. Sie? Wer sind Sie? Na, Sie? Ein Alien-Fanatiker. Die Außerirdischen. Klar. Etwas anderes. Wer bist du und was machst du hier? Suchst du auch nach ihnen? Nein, und nochmals nein. Ich heiße Brian und was ich suche, ist ein uraltes Indianerdorf. Brian? Weißt du, was der Name bedeutet? Eigentlich nicht. Also, was bedeutet er? Keine Ahnung. Aber ich heiße Joshua. Und der Name bedeutet Befreiung. Das gibt einem zu denken, oder? Ja, klar. Das ist sehr interessant. Ich weiß. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, wahrscheinlich schicken sie dich her, um mir zu helfen, die Kontaktmaschine in Gang zu setzen. Ehrlich, mein Freund. Mich hat niemand geschickt. Dass es dir nicht bewusst ist, bedeutet nicht, dass sie dich nicht geschickt haben. Entweder irre ich mich gewaltig oder vor einigen Tagen hättest du nicht daran gedacht, dass du heute am Fuße dieses Kraters stehen wirst, nicht wahr? Gut, das ist wahr. Aber es hat nichts damit... Aha, es ist also wahr. Siehst du, das ist ihre Art, so machen sie das. Man sollte darüber nachdenken, nicht? Gut. Du hast wirklich... Keine Ahnung, wo sich das... Du hast wirklich keine Ahnung, wo sich die Reste des Hopi-Dorfes befinden könnten? Das Indianerdorf? Nein, ich habe absolut keine Ahnung. Aber sobald ich in telepathischer Verbindung mit Trantor bin, kann ich ja fragen. Die Jungs kennen sich auf allen Gebieten aus. Okay. Okay, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die Zeit, ja, wir sind schon wieder leider soweit. Daher wünsche ich euch eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute. Und dann werden wir hier mit diesem sehr interessanten Menschen mal weiterreden. Ob er jetzt mit Trantor Kontakt aufnimmt oder uns helfen kann. Mal gucken. Ciao, euer Sunny verabschiedet sich jetzt. Tschüss.